Weiter geht's mit der Davidorn-Umschlagshäufigkeit und der Davidorn-Dauer. Mittlerweile kennen Sie das Spiel, entweder Pause oder gleich dranbleiben. Die Davidorn-Umschlagshäufigkeit wird berechnet, indem der Umsatz inklusive der Umsatzsteuer durch die durchschnittlichen Lieferforderungen dividiert wird. Starten wir zuerst einmal mit dem Umsatz. Wo findet man den Umsatz? Den Umsatz finden wir hier in der Gewinn- und Verlustrechnung, in diesem konkreten Fall 2708. Aber Achtung, in der Gewinn- und Verlustrechnung sind die Warenerlöse hier eben ohne der Umsatzsteuer ausgewiesen und wir müssen ja die Umsatzsteuer letztendlich einfach auch mit berücksichtigen. Aus diesem Grund, dieses Beispiel ist jetzt auf Österreich angepasst, wo wir 20% Umsatzsteuer haben. Und aus diesem Grund müssen wir die 2708 mit 1,2 multiplizieren. Somit haben wir den Umsatz inklusive Umsatzsteuer und dann durch die durchschnittlichen Lieferforderungen dividieren. Die Lieferforderungen finden wir im Umlaufvermögen. Also hier 264 und 282 für 17 und 18. Das wiederum summieren, durch 2 dividieren, dann haben wir die durchschnittlichen Lieferforderungen. Und wenn wir diese Formel dann berechnen, dann kommen wir auf 11,9. Das heißt, in Summe werden die Lieferforderungen 11,9 mal ausgetauscht und die Umschlagsdauer wird dann wieder berechnet, Anzahl der Tage eines Jahres, 365 durch die Umschlagshäufigkeit, somit kommen wir dann auf 31 Tage, bedeutet nichts anderes, wie dass im Schnitt alle 31 Tage unsere Lieferforderungen ausgetauscht werden und die Forderungen so quasi alle 31 Tage beglichen werden. Und je niederer dieser Wert ist, umso liquider ist unser Unternehmen letztendlich, weil die Lieferforderungen eben schneller bezahlt werden.